Hey ho, meine Lieben, wir sind wieder mal in der Pfalz, ja, für Wochenende, und heute zum Abendessen gibt's Wraps. Mehr weiß ich nicht und deswegen nenne ich das Video heute einfach Pfalz Wraps. Genau, schauen wir mal, was Doris und Manu da uns zusammenzaubern, wie es weitergeht. Ich habe absolut null Plan. Ich kann bloß sagen, Manfred wollte mich heute schon vergiften. Der hat mir statt Zucker Salz in Kaffee reingetan. Und deswegen mache ich heute nichts außer Kameraführung. Naja, vielleicht ein bisschen was mache ich. So, ihr zwei Hübschen. Was? Ja. Habt ihr geplant? Schöne Gemüse, Wraps. Wie heißen die? Wraps, ja. Ja, genau. Wieso Gemüse? Ich hab gedacht, da gibt's oh, Fleisch. Dazu gibt. Lass mich doch mal ausreden. Ach so, du warst noch nicht fertig. Und dazu machen wir dann schöne Puten. Putenstreifen. Putenstreifen? Ja. Aha. Okay. So als Füllung. Okay. Gut. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn ich auch einen Wrap mit Banane und Honig bekommen. Kannst du auch. Dreh dich mal um. Ja, genau. Guck mal, als Nachtisch wäre das ja vielleicht sogar noch eine Idee. Einfach mal ausprobieren. Schau mal nachher mal. Du weißt ja, wenn die gelbe Paprika rot wird, war es der Finger. Ja. Aha. Ist das eine Zick-Zick-Zillix oder wie das geheißen hat? Gibt es die immer noch? Ja. Natürlich. Die ist jetzt von Metalltex. Aha. Zack, zack, ist das Zeug klein? Ja. Ah, und du tust hier schon würzen? Ja. Was haust denn da alles rein? Curry. Paprika, Pfeffer, Salz und ein bisschen Knoblauch. Okay. Ja, gut. Ich bin ja gespannt. Und ich hab so Hunger. So, Freunde, jetzt stehen wir hier wieder auf der dunklen Terrasse. Und woran merkt man, dass die Pfälzer uns gerne da haben? Am Licht. Das ist doch eine geile Sache, oder? Extra zum Videodreh haben wir einen Scheinwerfer bekommen. Sehr geil. Sehr geil. Ja, ein einzelner Scheinwerfer macht so schön hell. Tja, und Manu, du darfst jetzt mit dem Essen anfangen. Ja, was du wolltest. Gut. Ich mache das jetzt. Heute ist der Wurm drin. Ja, heute ist Freitag der 13., aber egal, mach nicht. Ach so, das auch noch? Das auch noch. Das auch noch? Ich gehe jetzt hier rüber einmal. Ja. Und flieg fast noch auf die Nase. Komm mal da rüber, das Licht blendet sonst. So. Du brauchst Öl. Genau, genau. Ich war noch nicht so weit. Bitteschön, Dankeschön. Ja. Ich lasse das hier, Video einfach durchlaufen. Boah, ist das heiß. Junge Kinder. Also ihr schmort jetzt alles erst einmal schön Nein, an, wir oder? Machen erstmal komplett die, erstmal die Paprika. Die muss nicht zuerst, weil die dauert ein bisschen länger. Okay. Ja. Das dauert. Paprika. Erstmal die Paprika. Gut. Du kennst dich ja aus, du kannst die Cam ein- und ausschalten, wie du möchtest. Okay. So, die Paprika. Die habe ich jetzt ein bisschen gewürzt mit Salz und Pfeffer. Jetzt brauchen sie ein paar Minuten noch. Und dann werden sie halt in unseren Schüsselchen reingegeben. Und dann braten wir das Fleisch an. Und dann sehen wir uns wieder. So, die Paprika ist fertig. Kommt
kommt jetzt schön in die Schüssel rein. Wieder ein bisschen verteilt. Ich hab wieder Feuer. Machen wir das Putenfleisch drauf. Wir haben noch ein bisschen Bodenkraut dazu getan zum Würzen. Und ich kann jetzt so mal gucken, wie lange es dauert, aber das dauert halt ein bisschen und dann sehen wir uns wieder. Jetzt kommen noch die Zwiebelchen dazu zum Fleisch. Das Fleisch ist, schmeckt richtig lecker. Die Zwiebelchen noch ein bisschen angebraten mit dem Fleisch zusammen. So, das Fleisch und die Zwiebeln sind fertig. Und es schmeckt so lecker schon. Na Doris, das habe ich doch gut hingebracht, dass sie dieses Essen immer so macht, oder? Das ist eine Erziehung, gell? Ja, ja. Alles nur Erziehungssache. Reine Erziehungssache. Aber beim nächsten Mal bist du wieder dran. Oh Mann. Ja. Danke, fall mir nur in den Rücken. Ja, natürlich. Was sagst du zu mir? Alter, ich schlag dich. Ich habe so ein Ding zu schlagen. Will ihr erst mal Probe arbeiten? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel du drauf musst. Ist das? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das passt doch nicht mehr zu. Kaputt! Jetzt hat's einen Hieb gemacht. Ist geplatzt! Im 10. Monat! Kaiserschnitt! War zu viel. Müssen sie nicht vorher angerüstet werden, dass sie ein bisschen warm werden? Sollte ich sie vorher warm machen? Keine Ahnung. Da steht doch ein Hieber drauf. Ja, aber dann werden sie spröder. Die werden härter, ne? Ja. Zwangsläufig. Man könnte ja auch vorsichtiger sein. Hier steht einmal erwärmen, lange Seite auf die Füllung klappen. Ja. Aber ich kenne es immer. Die Frauen haben kein Mitleid, Micha. Unglaublich heute. Der bricht. Ja, ich habe gesagt, ein bisschen erwärmen vorher. Der bricht. Mal, einfach mal ein bisschen erwärmen. Und die Tomaten hast du auch vergessen. Ein bisschen erwärmen. Ja, von beiden Seiten. Ganz kurz auf den Grill mal drauf und dann schauen wir weiter. So, nächster Versuch. Geht's besser? Gerade so. Das Rote habe ich doch hier gelegt gehabt. Heute hassen sie mich alle hier. Rote zuerst der Manfred mit dem salzigen Kaffee. Dann sehe ich. Das ist gut gegen Schwitze. Dass sie hier schönes Franzi haben. Und denk mal, da könnte man ja eventuell einen Kirschkurs machen, gell? Ja, dann sage ich, habt ihr einen Kirsch? Dann kommt die Doris. Mit einem schönen Eckes an. Habt ihr gewusst, dass Eckes schlecht werden kann? Er weiß es jetzt. Ja. Alter, ich verrot dich auch mal, gell? Was hab ich heute verbrochen? Maggi im Bier ist kein Fehler, schmeckt besser. Aber ich sehe gerade. Doris hat jetzt ein paar Raps weitergemacht. Die schauen wir uns jetzt an. Ist, ja. Heute Drama. Also die Raps sehen nicht mehr aus wie ein aufgeplatzter Igel. Funktioniert auch jetzt hervorragend. Und der Manni flüstert wieder im Hintergrund. Geht dich gar nichts an.
Leute, ich sag's euch, wir haben hier einen Fun. Wir lachen teilweise Tränen. Es ist einfach wieder zu genial. Zu Tränen lachen. Jo. Jetzt platzt der Rap wieder. Nein. Gerade weil die Cam läuft. Nein. Wunderbar. Ich wunderbar. Ich brauch noch einen Rap. Drin ist noch. Tja, so liegen sie jetzt oben drauf. Einer wird noch gebastelt. Und dann dürfen sie richtig schön, ja, nochmal sich davon aufwärmen. Lecker werden. Ich weiß nicht, werden die groß? Mm-mm. Nein. Okay. Nur warm. Nur warm. Sehr gut, sehr gut. Wenn sie dann schön warm sind, holen wir sie rein und dann tun wir drinnen essen. So, meine Lieben, ich schnapp mir hier jetzt einfach einen Wrap, beiß er mal rein, beziehungsweise Besteck haben wir ja auch da liegen. Und die sind doch ein bisschen knusprig geworden. So. Schneiden wir mal einen an. So sieht er von innen aus. Jetzt verbrenne ich mir hoffentlich nicht die Schnute, weil mir reicht es heute schon von den Katastrophen. Der nächste kommt noch. Sehr lecker. Sehr lecker. Es war ja noch eine Katastrophe, eine klitzekleine. Habe ich ja noch gar nicht erzählt gehabt. Nein, Doris, nicht von dir. Manfred, beim Grill anmachen. Puff. Klapp, klapp. Hat er an Seitenbrenner angemacht gehabt, statt innen. Tja, dann hebt er den Deckel an und lässt ihn gleich wieder los, weil der Seitenbrenner noch gebrannt hat. Also, heute ist wirklich der Wurm drin. Ja, beim Motorrad haben wir immer Fehlzündungen gemacht, früher mit Zündung an und aus. Ja, ich hoffe jetzt, war besser, dass wenigstens das Video gut geworden ist. Aber wir sehen uns ja dann spätestens morgen nochmal zum Fazit zu diesem Video. Weil ich stelle jetzt die Cam einfach auf die Seite und lasse es für heute mit dem Video machen gut sein. Auf alle Fälle sehr lecker die Wraps und alles weitere erzählen wir dann morgen. Weil, wie spät haben wir es? 20 nach 9. Wir wollen ja heute noch in Livestream gehen. Schaut es einfach vom 13. Oktober noch den Livestream nachträglich an. Ich glaube, da gibt es heute auch noch was zu lachen. Ja. Leute, essen, essen, essen. Bis gleich. Jo. Oder bis. So, Leute, und während die da hinten noch schon fürs nächste Video basteln, fangen wir jetzt erstmal mit dem Fazit noch an vom letzten Video. Was haben wir da überhaupt gehabt? Esse. Die Wraps, die Wraps, die Wraps. Esse. Ja. Fangt an. Saftig, aromatisch, mir haben sie geschmeckt, kurz gepasst. Diesmal war es nicht viel zu viel, es war richtig, finde ich. Ja. Nur ich fand die Wraps, da war ich etwas enttäuscht, die hätten etwas weicher sein dürfen. Aber ansonsten war es lecker. Ich habe noch am Grill draußen gesagt, die werden bestimmt knusprig. Und so war es, ja, oder? Jo. Ich hab gleich gesagt, wir legen zu 3 Tagen Öl ein. Also ich hätte mal irgendwie auch noch einen schönen Dip der Soße oder sonst irgendwas dazu gewünscht. Aber ansonsten waren die Dinger lecker. Wir haben noch einen Curry-Ketchup dazu gehabt. War eigentlich schon gut. Ja, ja. Fand ich auch. Und dieses Mal knusprige Wraps. Zudem war es ein schnelles Freitagesser. Ihr seid ja Freitag erst spät angekommen. Ja, genau. Das war eine Notverpflegung. Ja. 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 In dem Sinne, Tschaikowski, ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Freundliches Abo, ah ja.
etc. etc. Ja, ja, ja. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Video. Genau. Lecker Filet. Mm. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.